Aloha Seekräuter, aloha Wohnzimmerkapitäne, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, hier bei uns im Ausblick auf den YouTube-Kanal von Seacrowds. Wir wollen euch kurz ein Schiff vorstellen, was auf den Namen Bajie hört. Das wird ein T9 Premium-Schlachtschiff der Panasiaten und das ist eigentlich schon ein altbekanntes Schiff. Es basiert nämlich auf dem Forschungsbaum-Schlachtschiff Izumo, was quasi genauso aussieht. Jetzt sind zwei, drei Werte verändert worden, das wollen wir euch im Laufe dieses Videos ein bisschen näher bringen und ja, einfach, dass ihr mal so ein bisschen einen Eindruck bekommt. Es wird ein Schiff sein, was zum Mondneujahrs-Event, was Ende Januar, Anfang Februar ist, im World of Warships erhältlich sein wird. Ich denke, in diesen Mondneujahrs-Containern, ihr kennt es aus dem letzten Jahr schon, da wurden panasiatische Schiffe in den Containern verlost. Man konnte quasi mit ein bisschen Glück da ein Schiff rausziehen. Dieses Jahr wird dieses Schiff hier wahrscheinlich dabei sein. Die Bajie, die Wukong, die Siliwangi und das andere ist ja nur eine eigene Vermutung. Die Irian könnte da wieder dabei sein und die Huanghe, also so eine Schiffe eben. Vielleicht habt ihr Glück und zieht halt dieses Schiffchen. Ich finde, das kann ich gleich vorweg sagen, es ist eine bessere Izumo. Ein ganz kleines bisschen bessere Izumo. Die hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es ja schon in den Livestream gefahren. Ihr seht jetzt auch gleich Gameplay aus einem Livestream. Ja, da ist das Gefecht an sich entstanden. Und ich moderiere oder kommentiere das aber separat davon nochmal. Ich habe als Replay aufgezeichnet. So, schauen wir uns mal ganz kurz die Panzerung an. Nachdem wir jetzt ihr schon mal die Oberfläche so ein bisschen sehen konntet, schauen wir ihr dem Schiffchen mal unter den Rock. So ein bisschen. Wir haben hier 32 mm, also der große Bereich vorne, ne? Alles bis zum zweiten Turm ist 32 mm, heißt also Overmatch für AP von Yamato und Musashi, also 460 mm und HE-Spammer werden da ihre Freude haben, wenn sie euch hier vorne treffen oder da hinten 32 mm ebenso. Dann haben wir hier an der Seite den Antriebsschutz 305 mm und hier die Kasematten, die 356 mm abdecken. Hier oben auf dem Deck haben wir 57, das ist quasi 1:1 zur Izumo. Und auch die Aufbauten sind hier mit 19 mm. Wenn ich jetzt mal so ein bisschen die Seiten wegnehme, könnt ihr nochmal besser sehen, wie die Zitadelle von vorne aussieht. Gerade für die Yamato-Schützen unter euch. Ihr müsst wissen, wo die Zitadelle sitzt, wenn ihr die Bajie bekämpfen wollt. Und das ist halt hier auch ja, deutlich zu sehen. Ne? 410 mm. Die Aktivierungsschwelle für die AP-Granate ist deutlich überschritten. Und ja, Zitadelle quer ab 203. Und wenn wir dann noch die Kasematten wegnehmen, dann seht ihr auch, dass die Zitadelle über Wasser erreichbar ist. Ja, nur leicht guckt sie raus, aber sie guckt raus. Das heißt, da kann man schon mal ordentlich treffen. Vor allen Dingen, weil ich das Gefühl habe, dass das hier nochmal ein bisschen steiler ansteht. Das hier weniger steil. Hier sind es nur 76 mm. Das reicht auf jeden Fall, damit da jede AP-Munition aktiviert wird. Wenn sie, vor allen Dingen, weil sie ja vorher hier durch die 356 auf jeden Fall durchgehen muss. Ja, das ist das, was ich euch zur Panzerung aktuell sagen kann. Ich schicke euch jetzt ins Gameplay und da erfahrt ihr alles weitere, wie ich die Schiff geskillt habe, was ich von dem Schiff halte. Ich habe es ja jetzt schon ansatzweise gesagt und ja, wir sehen uns gleich. So, und da sind wir schon wieder in dem Gefecht. Ihr seht, ist ein T9, T7 Gefecht, also das ist ein bisschen gemischt. T8 fehlt komplett, wahrscheinlich, weil nur ein Schiff in der Warteschleife gab und man musste jetzt aufgrund der neuen Regeln bei dem Matchmaker auf der T8-Schiff komplett verzichten, weil es ja sonst alleine gewesen wäre. Ich vermute, dass das damit was zu tun hatte. Gucken wir uns mal die Werte des Schiffes ein bisschen genauer an, würde ich vorschlagen. Ne? Wir haben hier Trefferpunkte 78.900, ihr seht es ja unten links sowieso schon eingeblendet. 28% Torpedo-Schadensverringerung, das ist genau der Wert, den die Izumo am Ende alles auch hat und in dem Sinne nichts Besonderes. Bei der Artillerie, da kommen wir dann jetzt nämlich zu dem Bereich, der besonders ist. Ich habe jetzt hier dank meiner Skillung 28,2 Sekunden Nachladezeit für die Hauptgeschütze. Die haben bei der Bajie stockmäßig 32. Bei der Izumo sind wir dabei 30 Sekunden. Das heißt, da ist die Nachladezeit jetzt langsamer geworden. Dafür haben wir aber im Umkehrschluss eine höhere Reichweite bekommen mit über 25 Kilometern. Und wir haben einen höheren Sigma-Wert bekommen. Die Bajie hat ein Sigma von 2,1. Also das ist genauso hoch wie die der Yamato. Und die Izumo hat eigentlich einen Sigma-Wert von 2,0. Die 180-Grad-Kehre der Türme dauert auch etwas länger. Wir haben eigentlich 40 Sekunden bei der Izumo, 45 Sekunden sind es bei der Bajie. Die restlichen Werte sind soweit identisch, also 6.500 HE-Schaden, 30% Brandwahrscheinlichkeit in der Skillung von mir hier. 67 mm schlagen die Granaten durch. Ja,
bei der HE-Granate. Bei der AP haben wir 12.900 Alpha-Damage. Und die Mündungsgeschwindigkeiten sind hier ganz angenehm mit 870 Meter die Sekunde bei AP und 869, also marginaler Unterschied bei HE. Die horizontale Streuung auf der maximalen Kampfentfernung beträgt jetzt hier mit der Zielsystemmodifikation 248 Meter, was ziemlich gut ist. Also da gibt es ganz andere Schiffe, die so eine Streuung auf 20 Kilometern haben. Ne? Das ist ja immer, die maximale Streuung ist ja immer die, die maximal möglich ist auf der größten Kampfentfernung. Ne? In dem Fall ja hier 25,4 Kilometer. Wenn wir uns dann die Flugabwehr angucken, die ist identisch mit dem, was die Izumo auf dem Rumpf C drauf hat. Wir haben eine Kurzstreckenflugabwehr mit 306 kontinuierlichen Schaden bis 2,5 Kilometer, 85% Trefferwahrscheinlichkeit. Und wir haben eine Langstreckenflugabwehr. Die Mittelstrecke fehlt. Ja. Die Langstrecke hat hier 6 Explosionen. Jede Explosion macht 1617 Schaden. Und kontinuierlich haben wir 159 Schaden. 75% ist die Trefferwahrscheinlichkeit und bis 5,8 Kilometer ist die Flak-Reichweite. Bei der Manövrierbarkeit gibt es auch keine Experimente in dem Sinne. Ja. Höchstgeschwindigkeit 29,4 Knoten, Wendekreis 890 Meter die Sekunde, 890 Meter Wendekreis für die 180-Grad-Kehre. Und dann haben wir eben Ruderstellzeit 19,7 Sekunden, auch das ist der Wert des Serums bei der Izumo. Verborgenheit zu Wasser 15 Kilometer, zur Luft 11,3. Der Wert zur Luft ist wahrscheinlich leicht besser als bei der Izumo. Ich bin der Meinung, mich dunkel daran zu erinnern, dass die Izumo 12 noch irgendwas aus der Luft hat. Die Baji ist halt bei 11,3. Und dann haben wir Erkennbarkeit nach dem Abfeuern der Hauptgeschütze im Nebel 16,8 Kilometer. Also im Nebel sich hinstellen mit einem Schlachtschiff ist seit der neuen Nebelmechanik ja sowieso eigentlich weitestgehend, ja, hinfällig. Das macht keinen Sinn. Wende benutzt die Nebelwand als Wand, sodass ihr nicht im Nebel steht, sondern dahinter, ja. Weil dann zählt die Nebelwand quasi sozusagen wie als Insel. So, und dann können wir uns mal ganz in Ruhe hier die Verbrauchsmaterialien und Verbesserungen und so eine Sache anschauen. Ihr seht es ja unten schon eingeblendet, wir haben hier Schadensbegrenzungsteam 1 und 2 ist hier vorhanden. In meiner Skillung sieht das wie folgt aus. Wirkungsdauer des Verbrauchsmaterials jeweils 10 Sekunden. Ladezeit für das Standardverbrauchsmaterial, was ja kostenlos ist, 97,47 Sekunden. In dem Premiumverbrauchsmaterial habt ihr dann 64,98 Sekunden. Ja, also da kann ich euch wieder nur ans Herz legen, wenn ihr dieses Schiff später fahren solltet, nehmt die Premiumverbrauchsmaterial, ihr habt hier auch ein Premium-Schiff. Dann gibt es in Slot 2 die Reparaturmannschaft 1 und 2, auch da. 473 Trefferpunkte werden pro Sekunde wiederhergestellt. Das sind mit der India-Delta-Flagge zusammen natürlich dann 13.000 irgendwas an Trefferpunkten, also 13.200 und so weiter. 28 Sekunden ist die Reparaturmannschaft aktiv. Wir haben dann hier 108 respektive 72 Sekunden Wirkungsdauer. Kann ich euch nur ans Herz legen, auch da wieder Premium-Verbrauchsmaterial zu nutzen. Und in Slot 3 haben wir eben Jäger oder eben Aufklärungsflugzeug. Ne? Aufklärungsflugzeug aus meiner persönlichen Sicht nicht so sinnvoll, weil wir schon 25,4 Kilometer schießen können. Der einzige Vorteil, den ihr dann halt habt, ist, ihr könnt so schräg über so einen Berg rüber gucken. Ist für den einen oder anderen vielleicht leichter zu zielen. Ich persönlich ziele lieber über die Minimap. Kommt mir irgendwie gelegener. Und ich habe mich hier für den Jäger entschieden, um meine Flugabwehr ein bisschen zu verbessern. Und dann kommen wir zu den Verbesserungen. Ich hatte ja schon gesagt, ich habe dieses Schiff hier komplett Survive gebaut. Und dazu gehört dann halt die Hauptbewaffnungsmodifikation 1, damit ich halt die Ausfälle der Hauptbatterie minimiere und wenn sie ausfallen, halt dann schneller wieder hergestellt bekomme. In Slot 2 habe ich die Schadensbegrenzungssystemmodifikation, weniger Brandwahrscheinlichkeit, weniger Wassereinbruchswahrscheinlichkeit. In Slot 3 dann die Zielsystemmodifikation 1, in Slot 4 die Schadensbegrenzungssystemmodifikation 2, verkürzt einfach die Dauer der Flutung oder des, des Wassereinbruchs und der Brandbekämpfung. Und dann in Slot 5 die Tarnsystemmodifikation, dann kommen wir hier halt, wie gesagt, auf diese 15 Kilometer zusammen mit der Tarnung und die Streuung der Genegranaten erhöht sich. Und in Slot 6, darum haben wir ja hier auch diese verkürzte Nachladezeit, ich hatte es ja schon gesagt, Hauptbatteriemodifikation 3. Ja, dafür habe ich nochmal ein bisschen mehr Turmdrehzeit in Kauf genommen. Das kann ich aber mit dem Elite-Schützen dann sozusagen wieder gegenskillen. Oh, das hätte er Friedrich lieber nicht machen sollen.
Das klappert ganz ordentlich im Gebälk. Breitseite rausfahren zu der Izumo. Beziehungsweise jetzt ja zur Baji, die noch eine höhere Genauigkeit hat. Das merkt man meiner Meinung nach auch. Also zumindest aus meiner Erinnerung her. Ne? Meine letzte Izumo-Runde ist so ungefähr 2 Jahre her. Ich hatte die neue Izumo-Version noch nicht ausprobiert, seitdem sie die ja gebufft hatten vor kurzer Zeit. Und die Algerie, die da meinte, Breitseite zu fahren, die hat es mit einer Versenkung bezahlt. Bei den Signalen. Bei den Kampfsignalen habe ich nur in der ersten Reihe November Echo Setter 7. Das ist mehr kontinuierlicher Schaden für die Kurz-, Mittel- und Langstreckenflugabwehr. Und wenn man in den Explosionen ist, dann natürlich auch mehr Schaden. Und in der zweiten Reihe habe ich alle Flaggen drauf, bis auf die Juliet Charlie. Also das ist dann hier November Foxtrot, schnellere Nachladezeit der Verbrauchsmaterialien, Sierra Mike mehr Höchstgeschwindigkeit, India Delta hatte ich ja schon gesagt, dass mehr Trefferpunkte wiederhergestellt werden konnten. Juliet Bravo, Juliet Yankee Biso 2, Reparaturdauer Wassereinbruch und Brandbekämpfung ist auch reduziert, ne, mit den Flaggen. Und die anderen habe ich dann halt in ökonomische Flaggen gesetzt. Kommen wir noch zum Kapitän. Der ist hier auch auf Survive gebaut. Man muss natürlich so ein bisschen, ja, so in der ersten Reihe könnte man das ja auch ein bisschen anders bauen. Da könnte man zum Beispiel präventive Maßnahmen reinsetzen. Ich habe mich jetzt hier für Ladeexperten entschieden, weil ich einfach in der Lage sein möchte, schneller zwischen HE und AP umzuschalten. Dann habe ich in Reihe 4 habe ich sehr, sehr viele Skillpunkte drin. Höchste Alarmbereitschaft, um die Ladezeit des Schadenbegrenzungstrupps zu verringern um 10%. Dann habe ich hier 1000 Sasser drin, für die Verbrauchsmaterialien nochmal 5% zu sparen. Ja. Dann haben wir Elite-Schütze drin, um eben diese langsame Turmdrehzeit so ein bisschen zu kaschieren. Und dann haben wir natürlich den Schlachtschutz-Skill schlechthin, Adrenalinrausch. Wenn ich Schaden nehme, kann ich dafür schneller nachladen. In der dritten Reihe Grundlagen der Übernehmungsfähigkeit und Inspekteur. Und in der vierten Reihe dann eben den Brandschutz, der dann nochmal die Survivability deutlich pusht. So, hier in dem Gefecht kam jetzt, habe ich natürlich auch ein bisschen Glück. Ne, die Musashi ist nicht da, wo sie sein könnte. Ja, zum Beispiel direkt vor mir. Dann hätte ich ein bisschen mehr Probleme, mit dem Overmatch klarzukommen, weil 32 mm ja, wie gesagt, ignoriert werden. Die Schiffe, gegen die ich jetzt hier hauptsächlich kämpfe, kommen durch die 32 mm Panzerung nicht ohne weiteres durch. Da ich geschickt gewinkelt stehe, ist das eigentlich ganz angenehm. Und die Seattle schießt die ganze Zeit AP, ne? Anstatt vielleicht HE zu benutzen. Das wäre ja sicherlich sinnvoller gewesen. Und da kriegt sie die Zitadelle. Aber ich spreche mich hier so ein bisschen mit Andy ab, der da von rechts mit der Jambar reinkommt. Er will da gleich ein bisschen was riskieren. Und ich donner da die ganze Zeit in die Aufbauten. Ne, brennt tut das Schiff ja schon, da brauche ich nicht nochmal ein TAE rausschießen. Darum schieße ich da lieber AP. Und so nah, wie ich da dran bin, gehen auch viele Granaten in die Aufbauten eben rein. Und dadurch hast du dann halt immer diesen Overpen, ne, die 10% des Alpha Damage. Ja, also allgemein ist das Schiffchen nicht unangenehm. Wer die Izumo schon hat, der braucht jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt die Baji. Ich persönlich werde mich aber freuen, wenn ich dieses Schiff bekommen sollte, aus dem Container oder so, dann eben das Schiff zu haben. Ich werde mir die Izumo dann dafür nicht aus dem Forschungsbaum zurückholen, weil das habe ich sowieso schon mal vor, mir die Izumo zurückzuholen. Nach den ganzen Buffs mehr Penetrationskraft, also der Krupp-Faktor wurde ja bei der Izumo erhöht, der Sigma-Wert wurde ja erhöht. Und das hier ist ja quasi nochmal eine Extended Version, wenn man das so sagen will, mit dem Sigma 2.1. Das ist der Yamato Sigma. Und ja, also mir macht sie sehr viel Spaß, auch wenn man nicht Top-Tier ist, sondern wenn man im T10-Gefecht ist, ist sie ziemlich angenehm. Es wird sicherlich immer mal wieder auch Gefechte geben, wo man nicht so erfolgreich ist. Aber meine Gefechte mit dem Schiff waren weitestgehend ziemlich cool. Und das hier ist eins davon. Nicht mal unbedingt das Beste, aber das ist halt eins davon. Das wollte ich euch jetzt unbedingt mal zeigen, damit ihr auch einen Eindruck bekommen könnt, wie die Baji sich denn so fährt und was da jetzt so ein bisschen anders ist. Ich ziele mich jetzt hier so ein bisschen auf die King George ein. Während unser Iowa da zeitlich gesegnet hat. Die geht schon mal auf den U-Boot-Test-Server und guckt, was da abgeht.
Ja, was vielleicht noch zum Fahrstil. Dieses Schiff ist immer so ein bisschen... Man ist ja immer verleitet, möglichst viele Türme der Bajie in Ziel zu bekommen. So wie ich es jetzt auch gerade mache. Ja, ich fahre nach links, damit ich möglichst mit 3 Türmen schießen kann, also 9 Mumpen in der Luft habe. Das kann man machen, muss aber extrem vorsichtig sein. Im Late Game geht das sicherlich, aber ihr habt ja vorhin bei der Panzerung auch schon gesehen, die Zitadelle ist über Wasser zu erreichen und auch von der Zitadellenschräge her. Ja, also da muss man echt aufpassen. In meinem Fall war das jetzt gut, weil ich dann jetzt auch jetzt nicht mehr entdeckt bin und so weiter. Also, sonst wird sowas auch immer ganz schnell mal bestraft. Hier bei der Goriza ist eben gerade der Sansonetti-Kapitän, hatte da gerade einen Proc. Und da kann ich jetzt nochmal auf den King George schießen. Aber das war nicht so optimal. Da waren Abpraller dabei, 2 Stück, 2 Overpens. Naja, da bleibt nicht so viel an Schaden kleben. Aber ich denke, das Gefecht ist jetzt safe gewonnen. Wir haben jetzt trefferpunktemäßig eine Menge ausgeglichen. Ist nur noch ein leichter Vorteil für den Gegner. Aber punktemäßig an sich sind wir sehr weit vorne. Und jetzt kann ich hier die King George so richtig gut erwischen, weil sie richtig Breitseite fährt. Schöne Zitadelle reingedrückt. 4 Penetrationen, ein Overpen. Und das spürt sie dann ganz deutlich. Da, was hier natürlich auch super geil ist, ist halt die hohe Mündungsgeschwindigkeit, ne? Ich hatte es ja vorhin schon mal erwähnt. 870 Meter die Sekunde für AP, 869 für HE. Da ist der Schuss dann auch ziemlich direkt. Ist natürlich doof, wenn das mal über den Berg gehen soll. Aber in dem Fall ist es halt auch intuitiv relativ leicht vorzuhalten. Ja. Und dann ist das Gefecht so gut wie durch. Und dann schauen wir uns jetzt gleich nochmal die Abschussscreens ein bisschen an. Was man gleich vorweg sagen kann, das Schiff wird keine verbesserten Credit-Punkte-Modifikatoren haben. Also zumindest ist es jetzt nicht so. Ja, es ist ein ganz normaler, ist eine ganz normale Credit-Geschichte, wie jedes andere Schiff auch. Also jedes Schiff, was keinen verbesserten Modifikator hat. Ne? So rum muss man sagen. Ist ein Spezialschiff, kein Premium-Schiff in dem Sinne. 131 Schaden waren es am Ende, 3 Zitadellen, 2 zerstörte Schiffe. Hat für Platz 1 gerade so gereicht. Andi hat hier Platz 3 belegt in der Runde. Und dann schauen wir uns mal die genauere Auswertung an, also den ausführlichen Bericht. Der größte Teil des Schadens kam hier von T9-Schiffen, den habe ich da runterziehen können. Georgia, Seattle, Friedrich der Große. Dann hier ein bisschen die Algerie weggesnackt, die Buffalo weggesnackt, als Kreuzer, die Breitseite gefahren sind zu dem riesen Projektilen. Ja, und dann sind wir schon bei der Credit-Auswertung. Wie gesagt, ist nicht so viel hängen geblieben. Wie gesagt, ist kein besonderer Modifikator hier mit dabei. Ich hoffe, das Video hat euch jetzt gefallen. Und wenn es so ist, Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glocke drücken, weitererzählen gerne. Und dann wünsche ich euch ein frohes Weihnachtsfest. Bis die Tage. Euer Seacross-Team, euer Andi. Ciao, ciao.